So ein Schulstart ist grundsätzlich etwas Positives und erfreulich. Jedoch für viele Eltern, gerade aus jene aus einkommensschwachen Bereichen, ist so ein Schulstart auch eine große Belastung. Denn für die Schulutensilien, da schlagen oft mehrere hundert Euro zu Buche. Daher gibt es vom Roten Kreuz und vom Gesundheits- und Sozialministerium eine gemeinsame Aktion, nämlich die Aktion der Schulstartpakete. Und das ist eine Hilfsaktion, die ausgerichtet ist, gerade für die Ärmsten der Ärmsten unserer Gesellschaft, und das sind an allererster Stelle die Familien, die Mindestsicherung beziehen, beziehungsweise auch die bedarfsgerechte Mindestbeziehung, also wirklich die allerärmsten Teile unserer Gesellschaft. Für diese Teile gibt es hier dieses Schulstartpaket. Insgesamt 11 Pakete gibt es. Sie sind ausgerichtet nach dem Alter des Kindes, nach dem jeweiligen Schultyp. Und man kann von dieser Stelle sagen, es ist wirklich für jeden etwas dabei. Diese Aktion wird zu 85% von der Europäischen Union finanziert, zu 15% vom Sozialministerium, und das Rote Kreuz, das hilft hier als Logistikpartner. Rudi Anschober, der Gesundheitsminister, war hier vor Ort, hat sich die Aktion sehr zu seinem Gefallen angeschaut. Es ist eine positive Aktion. Jedoch darf an dieser Stelle auch gesagt werden, dass die Anzahl jener Personen, die von diesen Hilfspaketen abhängig ist, stetig im Steigen ist. So gab es hier 2015 rund 33.000 Pakete, die verteilt wurden. Im Jahr 2019 ist diese Zahl schon auf 45.000 angestiegen.